Moin Moin Leute, Zumlo hier und herzlich willkommen zu Let's Play Medieval Total War 2 und ich beende direkt die Runde. Im letzten Part wurden von Venedig angegriffen und... Wollt mich verarschen. Die haben uns gerade eine Stadt abgenommen und wollen jetzt einen Waffenstillstand haben. Dafür will ich du Herzog wieder haben. Yep. Warte, die wären dazu sogar bereit? Moment. Okay. Dann will ich gucken, ob ich da mehr rausschlagen kann. Zagreb, Ragusa oder Heraklion. Ragusa ist die Stadt nördlich davon, die ist besser ausgestattet. Na okay, da sind sie nicht bereit zu. Ich will Durazzo wieder haben. Plus ich will Geld als Entschädigung. Für den Tod eines Familienmitglieds. Das ist immer noch lustig. Moment, wenn ich da wirklich viel wenn das klappt, dann war das ein, dann war dieser Tod ein Glücksfall. Mir scheint, wir haben eine Übereinkunft. Okay. Gut. Ich habe einen General verloren, aber 2000 Dukaten praktisch gewonnen. Soll mir jetzt erstmal recht sein. Ah, okay, wir kriegen hier einen neuen General. Könnte nützlich sein. Dieser junge Adlige ist von passendem Blut und Stand, um in die herrschende Schicht aufgenommen zu werden. Sollen die Vorbereitungen getroffen werden, um ihn in die Familie aufzunehmen, auf das er dem Volk als Anführer diene? Er könnte sogar ein möglicher Thronfolger werden. Paolo Savelli, 24 Jahre alt, die Werte sind soweit okay und er kann sich ja noch weiterentwickeln, deshalb, ja, nehme ich ihn mit rein. Und Neapel ist gewachsen, sehr, sehr gut. Wie steht es denn jetzt um Durazzo? Haben wir jetzt, Moment, haben wir Söldner stehen? Ernsthaft jetzt? Ach, Leute, Söldner doch nicht. Ich bin Gottes Diener. Söldner sind teuer normalerweise. Macht tatsächlich Gewinn derzeit, what? Das überrascht mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen. Aber okay. Lassen wir wieder unseren General seine Arbeit tun, seinem Handwerk nachgehen. Ich bin nur ein Soldat. Sprecht mit unseren Repräsentanten. Wir verhandeln mal zuerst mit denen. Wir würden gerne Handelsrechte austauschen. Sehr schön, danke. Und beim nächsten Mal geht's dann zu Portugiesen. Wie sieht's aus? Wie viel Gewinn machen wir? 677 voraussichtlich. Okay. Hier steht's. Wieso steht's denn so schlecht um die öffentliche Ordnung? Religiöse Unruhe. Hohen Steuern. Okay, stimmt, das ist ein Argument. Ich glaube, wir senken die mal vorläufig ein bisschen ab. Sind ja hier auch zufrieden, ne? Und sobald ich die Möglichkeit habe, schicken wir da auch noch einen Priester hier hin. Denn die Priester sind ja wichtig, um die Leute zufrieden zu halten. Ja, mein Herr. Ich glaube, ich schicke sogar mal den Kardinal da hoch. Diener. Dabei. Ist eigentlich in einer ganz guten Position soweit. Der hat mittlerweile 8 Frömmigkeitspunkte. Das ist ja mal sehr geil. Moment. Moment, da muss ich gerade mal was nachgucken. Kardinalskollegium. Jawohl, wir haben einen der 3 Top-Kandidaten. Okay, ich will dazu mal kurz was erklären. Ich habe im allerersten Part ja schon ein bisschen was dazu gesagt, wie das abläuft, dass die ersten 3 Kandidaten dann gewählt werden können oder potenziell der nächste Papst werden können. Und das Ganze läuft im Endeffekt so ab, dass praktisch jeder für einen für jeden Kardinal im Kardinalskollegium kann eine Stimme, hat ihre, Hilfe, jeder hat eine Stimme. Und damit hat jede Nation praktisch so viele Stimmen, wie sie Kardinäle hat. Also als Beispiel, wir haben derzeit eine Stimme, weil wir einen Kardinal haben. Oder? Wir haben ja nur einen. Und ich glaube, auch sonst hat keiner 2 derzeit. Und im Endeffekt ist es halt gut, wenn ihr euch mit anderen Nationen gut stellt, damit sie für euch stimmen. Denn es hat definitiv Vorteile, einen Papst zu haben. Ja, mein Herr. Aber okay. Mein Herr? Er wird mal weiter hier bleiben, denn wir haben die Stadt ja wiedererhalten. Aber ich glaube, so viel Truppen werden wir definitiv nicht brauchen. Ich senke weiter die Steuern nochmal. Die wird auch noch locker eine Weile anhalten. Ich nehme mal... Guck mal, welche Truppen haben wir denn hier als Garnison? Ja. Slawische Söldner und Balkanbogenschütze. Ich schmeiß erstmal einen von denen raus. Steht es jetzt um die öffentliche Ordnung? Immer noch 150%. Das finde ich sehr angenehm gerade. Schmeißen wir mal noch einen raus. Weiterhin, okay.
schmeißen jetzt die Bogenschützen raus, weil ich will nur das Minimum wirklich hier haben derzeit. Dann die Kosten ordentlich. Wir haben jetzt durch die drei Trupps, also durch die zwei slawischen Söldner haben wir 300 Unterhalt pro Runde jetzt gut gemacht und ich weiß nicht, wie viel die Bogenschützen gekostet hätten. Das wäre aber auch ein bisschen was gewesen. Ja, mein Herr. Mit dem waren wir schon unterwegs die Runde. Okay, dann können wir wieder beenden. Ups, so hoch wollte ich den eigentlich gar nicht schicken. Ich wollte den eigentlich da unten lassen. Baut vorgeführt. Ja, passt. Und du gehst wieder zurück. So, darunter. Ja, Herr. Versteh mal aber, jetzt mal ganz im Ernst, versteh mal einer die Venezianer. Für mich absolut nicht nachvollziehbar, was sie da abgezogen haben. Kosten die gerade Unterhalt? Ja, die kosten immer noch Unterhalt. Moment, italienische Miliz? Ach, das ist die Sperrmiliz, das erklärt's. Habe ich hier auch einfach normale italienische Miliz? Nein, leider nein. Leider nicht. Okay, kann ich hier denn auch Sperrmiliz ausbauen derzeit? Wahrscheinlich eher weniger. Ansonsten würde ich halt die normale Miliz da positionieren. Egal, ich würde sagen, wir gehen hier erstmal ein bisschen auf Bevölkerungswachstum. Mit der Rodung. Während die da oben weiter belagern. Gewinn gemacht, natürlich. Sehr gut. Und ja, wir bauen dann direkt auch die Steinmauer danach. Ich packe es schon mal rein, damit ich dafür das Geld auch... Ach nee, das Geld wird noch nicht abgezogen. Also, gut, ich packe sie trotzdem mal rein, damit ich es nicht vergesse, die Stadt auszubauen. Hier müssen wir weiter eine ganze Weile warten. Florenz bauen wir gerade. Ich könnte theoretisch noch was in Palermo bauen, aber was könnte ich hier denn... Ja, bauen wir eine Farmgemeinschaft. Ja, schadet ja nicht. Herr? Moment. Bevor wir hier die Rodung bauen, bauen wir eine kleine Kirche. Dann kann ich mir nämlich auch einen Priester rekrutieren. Du kommst her. Ihr habt einen Vorschlag. Kann das Rechte aushandeln? Los. Ich schätze, wir können den bis zum nächsten Mal. Dann schicken wir den mal Richtung Norden. Weil mit den Mauren will ich derzeit eher weniger verhandeln. Und wir beenden wieder die Runde. Was hat sich getan? Ein Bündnis angekündigt. Frankreich und das Heilige Römische Reich. Wow, das passt eigentlich nicht zusammen. Soll mir Latte sein. Auch wenn es in meinen Augen nicht wirklich zusammenpasst. Egal. Von mir aus, macht was ihr wollt. Geht mich nichts an. Die halten noch eine Runde durch, okay. Neapel ist noch nicht fertig, aber Florenz ist die Kirche fertig. Natürlich. Und wir bauen direkt mal die Holzmauer dahin. Bauen die Stadt weiter aus. Und Diplomat, gut, der marschiert weiter. Ja, das sind die Portugiesen. Ich werde mal gucken, ob ich bis zu den Engländern in den Norden hochkomme. Weil mit denen handeln wäre vielleicht auch nicht schlecht. Auch wenn wir eigentlich in total bescheuerten Positionen dafür sind und nicht wirklich handeln können, aber hey, who knows. Der Feind ist gefallen. Ach hopp, die brauchen wir nicht aus, das lohnt nicht. Es bringt zu wenig Geld ein. Oh, 4 Panzerritter. Schick. Die sind aber... Oh, scheiße. 1000 Dukaten Unterhalt kosten die mich. Heilige Scheiße. Oh, das ist nicht nett. Gar nicht nett. So, okay. Dann bauen wir hier jetzt die Steinmauer hin. Den Priester schicke ich mal ein Stück raus aus der Stadt, dass der zumindest mal ein bisschen so ein Spion spielen kann und ein bisschen die Sachen im Auge behalten kann. Und hier haben wir Ajaccio erobert. Mal gucken. Sorry für das Knacken, das waren gerade meine Kopfhörer, die ein bisschen weggerutscht sind, die ich gerade rücken musste. Aber hier... Ja, die Stadt bringt uns derzeit eigentlich so gut wie gar nichts. Ich ziehe mal meine Truppen gerade mal ab und lasse einfach nur eine minimale Garnison da und bei Gelegenheit bauen wir das Ding um zu einer normalen Provinz. Weil uns die... Ja, das bringt uns nichts, dass das hier eine Dingens ist, eine Festung. Ist für uns eine ziemlich nutzlose Festung, wenn ihr mich fragt. Wem gehört denn das hier? Es dürfte eigentlich auch Rebellengebiet sein, oder? Wir werden nächste Runde drüber herfallen können. Ja, ist Rebellengebiet. Das heißt, wir holen uns das auch noch. Damit haben wir dann praktisch die ganzen italienischen Inseln unter Kontrolle. Und auch einen Großteil vom Stiefel eigentlich schon. Das ist gut. Das ist ein guter Anfang. Das ist definitiv ein guter Anfang. Aber okay, hier die Steuern will ich derzeit eigentlich nicht erhöhen. Wobei, geht das? Ah, ist ein bisschen eng.
Gut, dann lassen wir es einfach mal sein. Ach ja, die habe ich auch noch. Stimmt. Total vergessen. Ich werde mal hier am Meer entlang fahren. Und ich beende mal die... Ah, er bleibt hängen. Super. Spanier haben Bordeaux eingenommen, sind jetzt im Krieg miteinander mit den Franzosen. Oh, neue Mission. Du sagst so, 50% soll ich katholisch machen. Mache ich doch gerne. Frankreich ist mit niemandem. Gibt es denn irgendwelche Kriege gerade, frage ich mich. Mailand ist mit Venedig verbündet. Ihr mich auch. Die Mauren sind mit Portugal im Krieg. Okay. Ah, das war's aber auch schon. Das Gefolge vergrößert sich. Ein Wachhund. Erhöht die persönliche Sicherheit. Das ist sehr gut. Der Weg ist blockiert für unseren Diplomaten. Er hat eine neue Stadt gefunden. Selbstverständlich, meine. Das war das mit dem Bündnis, genau. Wir müssen vorsichtig sein. Venedig, Mailand können wir derzeit nicht den Krieg erklären, weil wir sonst ganz Italien gegen uns stehen haben erstmal. Und darauf habe ich eigentlich eher weniger Lust. Ab Florenz können wir weiterbauen. Die Stadtgarde, genau. Da können wir dann nämlich die Sperrmiliz unterbringen mit. Und das werden wir auch direkt machen dann. Ja. Und weiter. Gott segne euch, Herr. Wir sind wieder auf dem Trockenen. Ja, Herr. Nee, lohnt sich ja nicht. Ist mit uns, Männer. In die Schlacht. Die haben so schwache Truppen, ganz ehrlich. Das lohnt sich sogar, die anzugreifen. Das machen wir. Ich baue einen Rambo. Angriffsbefehl. Edler Herr. Ich will das sowieso automatisch brechen, deswegen baue ich einfach mal so. So viel wie geht. Dann wird es auf jeden Fall passen. Cagliari, okay. Interessanter Stadtname. Ich wusste nicht, dass sie so heißt, aber okay. Mein Herr? 39% haben wir jetzt schon, das wird locker passen. Dann kriegen wir wieder so ein paar Gulden. Alter, unser Kandidat, der ist ja richtig gut mit dabei. Unser Kardinal. Zeig mal her. Läuterer der Ketzerei. Ach du Scheiße. Die Ketzerei stirbt dort, wo er wandelt. Ein Meister darin, alle Spuren religiöser Unreinheit zu beseitigen. Plus 3 Frömmigkeit. Das ist viel. Auch wenn ich sagen muss, ich weiß nicht, was alle von diesen Werten bringen. Ich weiß eigentlich nur, was Frömmigkeit bringt. Und zwar, dass es effektiv ist. Das erhöht die Effektivität vom Bekehren und man kann damit auch Ketzer ausschalten. Von denen wir bisher aber noch nicht einen gesehen haben. Ja. Also dazu gibt es mehr, wenn wir mal welchen begegnen. Eure Befehle. Ja, mein Herr. Und wir gehen bis morgen ja, vor der geht dann da hoch. Wir können dort nicht okay, Runde beenden. Und jetzt wird gleich eine Stadt angegriffen. Eine Stadt erobert. Diplomatische Informationen. Oh, viele, viele Bündnisse. Mailand ist echt fleißig im Bündnisse schließen gerade. Nicht gut. Gefällt mir nicht. Bauen wir zu der Zeit mal hier Ajaccio zu einer Stadt um. Das ist alles Festungen hier. Aber okay, greifen wir an. Und ich werde die Schlacht automatisch spielen, weil sich das nicht lohnt bei so einer kleinen Schlacht, finde ich. Ja, wir haben nämlich schon 13 Mann verloren. Ja, besetzen sie auch einfach. Unser Mut hat gesiegt. Ah, wir können Truppen fortbilden. Sehr schön. Und sobald wir wieder Geld haben, machen wir auch hier draus dann eine normale Ortschaft, die uns dann mehr Geld einbringt wiederum. Wie steht's denn hier eigentlich um Religion? Beides 80% katholisch. Okay, das ist ein guter Start eigentlich. Wie steht's hier eigentlich? 88% katholisch schon, das ist auch gut. Okay, hier ist halt das meiste schon katholisch, weil das halt das Zentrum der Religion ist, mehr oder weniger in dem Bereich hier. Ja. Okay, ihr wartet da eine Runde, bis es euch besser geht und ihr fortgebildet seid, bla bla bla. Wie geht's da weiter? Was macht mein Diplomat eigentlich? Bin unterwegs. Diplomat ist fast in England angekommen, also bei den Engländern, bei den ersten Städten, die denen gehören. Eine Runde noch, dann ist die Steinmauer hier fertig. Okay. Warten wir mal eine Runde ab. Mailand erklärt mir den Krieg. Wieso nicht? Bin ich jetzt auch mit den anderen im Krieg? Ich hoffe nicht. Naja, ein neuer Kandidat zur Adoption nehme ich gerne, sehr gerne auf. Ich brauche keine Rede derzeit. Okay, in Neapel ist die Steinmauer fertig. Bedeutet, wir können jetzt rein theoretisch, glaube ich, 4 Einheiten an und Unterhalt 2 aufnehmen. Ist trotzdem gut. Das ist definitiv gut. Mein Herr? Du bist weiter fleißig am Bekehren.
Nee, Venedig ist das nicht. Die klären wir schon wieder in den Krieg, die Deppen. Was machen die Idioten? Kann mir das jemand von euch erklären? Ja, mein Herr. Die haben doch Langeweile, oder? Egal. Ich nehme meine Truppen. Befehle. Und schicke die gleich aufs Schiff. Ich lasse mal wieder nur ein bisschen was da. Ich lasse ja einen Panzerritter jetzt mal da, wenn ich ehrlich bin. Und schicke meine Truppen. Florenz bringt eigentlich nicht viel. Ich bräuchte einen Diplomaten, den ich zum Reich schicken kann, um vielleicht militärischen Zugang auszuhandeln. Nee, ich werde die Armee hier unten bei Durazzo brauchen. Und da schicke ich es auch hin. Eigentlich könnten wir auch die Flotte da mal eben nebenbei kurz umhauen, aber ich glaube, das lasse ich erstmal. Da oben haben die auch noch eine. Das gehört ja auch noch zu Venedig. Da schauen wir dann auch mal rein. Okay, wo ist die englische Stadt jetzt? Da, Köln. Handelsrechte hätte ich gerne. Sauber. Ja, der Weg war blockiert, ist mir relativ latte. Rüber kommen wir leider nicht. Das heißt, ich schicke meinen Diplomaten jetzt langsam mal zurück hier runter. Dann kann ich hier nämlich weiter irgendwelche Sachen aushandeln. Aber eigentlich trifft sich das mit Venedig ja ganz gut, denn immerhin sollen wir auch Venedig vernichten im Endeffekt. Wie machen wir denn weiter? Egal. Wir haben derzeit kein Geld groß was zu bauen, glaube ich. Ratskammer. Ah, verbessert die öffentliche Ordnung. Okay. Moment, ich gucke mal kurz das nach. Die Einnahmen. Erhöhen sich hier durch alles. Durch Verwaltung erhöhen die sich. Okay. Ich weiß aber nicht, wie wir Verwaltung erhöhen. Von daher ist es mir gerade egal. Ja, man kann ja auch nicht groß Truppen ausbilden. Aber ich glaube, ich schnapp... Ich weiß, was ich mache. Und zwar schnapp ich mir... die beiden Kollegen hier eure demnächst Befehle, und kombiniere die mit meinen Panzerrittern und schick die mit auf das Schiff. Weiter kommen wir heute. Es ist mir eine Ehre. Gebt den Befehl. So und so und los. Beim ersten Sonnenstrahlen und ich baue jetzt einfach mal einen Wachturm. Einfach weil der meine Sichtweite deutlich erhöht. Okay, beenden wir die Runde. Heilige Römische Reich will ein Bündnis haben. Oh, das könnte sogar... Das könnte echt gut sein für uns. Aber 400 Gulden... 800 Gulden insgesamt wären das. Die bieten mir auch noch Karteninformationen dazu an. Mein Gegenangebot. Ohne die Karteninformationen. Weil die brauchen wir nicht unbedingt. Und dafür hätte ich gerne vielleicht ein kleines Fitzelchen Geld. Wie wäre es damit? So, 1000 Dukaten oder so. 1000 Gulden. Komm schon. Ich bezweifle, jawohl. Bis zum nächsten Mal. Hey, wir sind mit dem Heiligen Römischen Reich verbündet. So muss das. Eine der stärksten militärischen Nationen zu diesem Zeitpunkt, glaube ich. Oh ja, die stärkste militärische Nation. Während wir dann noch relativ schwach eigentlich dabei sind. Aber ich finde es definitiv nützlich, definitiv angenehm. Und in Florenz ist die Stadtgarde fertig. Und das heißt, jawohl, keine Kosten mehr für den Trupp hier. Sehr angenehm. Ich bin Gottes Diener. Ich habe gerade irgendwie Frame Drops und es gefällt mir nicht. Mein Herr? Vielleicht muss ich bis zum nächsten Mal wieder an der Auflösung schrauben oder ähnlichem. Ja, werden Herr. Wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber euch schicke ich jetzt erstmal hier hin, dich schicke ich dazu. Dann haben wir ja drei Generäle. Wir gehen an Bord. Why not? Auf nach Durazzo. Und ja. Ihr schaut euch Kreta an. Iraklion, okay. Setzen den Kurs, mein Herr. Wie steht's eigentlich darum, um die Quest? Ich bin Gottes fast geschafft, das Diener. Ist gut. Papst kann uns immer noch recht gut... Der Papst liebt ja praktisch Mailand gerade. Why not? Könnten... Nee, wenn wir jetzt nicht im Krieg mit Venedig, würde ich sagen, wir versuchen einen Kreuzzug auf hier Tunis, auf Tripolis hinzukriegen, aber ich glaube, dafür stehen die Chancen derzeit nicht so gut. Daher, ach, wir haben ja noch genug Geld, um was zu bauen, sogar sehe ich gerade. Hey, ist ja richtig geil. Richtig gut. Das überrascht mich. Ich glaube, Ajaccio bauen wir mal aus. Und das hier wird auch noch zum Dorf umgewandelt.
wenn wir die dann noch verbessern. Und hier in Bologna, in Florenz, bauen wir auch nochmal eine Rodung. Und wir können die Steuern erhöhen, oder? Ja, machen wir doch gleich mal. Und wir warten eine Runde. Wollen schon wieder ein Waffenschild. Eine Nachricht für euch, die ihr besser anhört. Oh, what the fuck? Ernsthaft jetzt? Ihr wollt ernst? Ich kann euch höchstens einen Waffenstillstand anbieten, aber vergesst das. Ich kann das Angebot genauso zurückschicken, ihr Penner. Könnt mich mal am Arsch lecken. Als ob ich euer Vasall werde. Genauso mächtig wie ihr, mindestens. Okay, Gefolge vergrößert sich, das Übliche. Beziehungen zu Venedig haben sich verschlechtert und die Beziehungen zum Heiligen Römischen Reich haben sich verbessert, okay. Truppen wurden fortgebildet, dürften jetzt wieder auf der maximalen Truppenstärke sein, sehr gut. Hochzeit, yep. Und Geld haben wir verloren durch die vielen Bau, durch die vielen Ausbauten. Aber okay, senken wir wieder die Steuern ab erstmal. Ja, mein Herr. Unsere Truppen sind fast da. Volle Segel. Unsere Truppen sind fast bereit, hier zu verstärken. Ja. Und da ist eine feindliche Flotte, aber die sind bei mir gegenüber in der Unterzahl, deswegen werden sie nicht angreifen. Hoffe ich zumindest mal stark. Das wäre nämlich ziemlich scheiße für mich, wenn sie es tun würden. Okay. Bauen wir hier auch einfach mal eine Rodung hin, glaube ich. Und erhöhen wir hier hinten die Steuern mal. Wie viel Gewinn machen wir denn? Wir machen Gewinn, obwohl wir bauen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich muss gleich mal gucken, was ich mit meinem Diplomaten mache. Und was will der byzantische Diplomat von mir? Ich glaube, der wollte Durazzo bestechen. Ist aber nicht durchgekommen. Also wir kriegen sowas nicht mit, aber wir sehen halt, dass er was macht. Und ich gehe meistens davon aus, dass es sowas ist. Aber wir haben die Quest abgeschlossen. Der Papst kann uns wieder besser leiden. Sehr gut. Der Baubericht. Ajaccio und Florenz machen Fortschritt. Okay. Was machen wir jetzt hier? Ich glaube, ich baue auch hier gleich mal eine Rodung. Oder einen Trampelpfad oder sonst was. Ne, bauen wir erstmal eine Rodung hin. In Florenz bauen wir zum... Na, wobei. Moment. Wir bauen in Florenz Minen, habe ich gerade beschlossen. Und der Papst sagt doch gerade... Okay, vergiss es. Hat sich nicht verbessert, hat sich nichts verändert. Ah, aber Mailand ist nicht mehr ganz so beliebt wie gerade. Das finde ich gut. Eure Befehle? Weil Mailand immer noch ein Konkurrent ist im Endeffekt. Okay, ich schicke meine Armee jetzt erstmal mein hier Herr? Hoch gleich. Beziehungsweise ich schicke dich mal als Spion voran. Mit Gott. Ja. Das schaffen wir locker. Leidet ihr den Feind? Führe die Männer hier ans Ufer. Oh. Oh. Ja, Herr. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Aber wobei, die können wir trotzdem schlagen eigentlich. Ja. Und wir besiegen erstmal die Flotte von denen. Unsere Flotte war siegreich. Hat sie auch uns Verluste beigebracht. Ja, aber hey, Kommando auf See erhöht und die Beziehungen sind weiter verschlechtert worden. Es ist mir eine Ehre. Wir sind in der Überzahl. Lohnt sich das? Wir belagern einfach mal im Zweifel, können wir uns immer noch zurückziehen. Gott segne diese Belagerung. Und ich baue mal Belagerungsmaschinen. Man weiß ja nie. Aber ich würde sagen, wir belagern nochmal die Werft. Ich guck mal, was mein Diplomat da oben macht. Ja, der ist immer noch am Marschieren, sehr gut. Immer noch fleißig, der nette Herr. Zweite Flotte ist, was da sind, Piraten. Machen wir das. Greifen wir einfach mal die Piraten an. Oh, shit. Zwei Schiffe versenkt. Ha! In your face. Ja. Leute, kommt da dazu. Auch der hat seinen Kommandowert erhöht. Mein Herr. Aber okay, ich würde dann sagen, wir speichern einfach mal nochmal. Setzen einfach mal noch einen Speicherstand gleich. Und beenden dann jetzt erstmal. Wir haben ja in diesem Part ordentlich Fortschritt gemacht. Ich meine, wir haben, glaube ich, im letzten Part haben wir schon Florenz eingenommen, glaube ich. Aber auf jeden Fall zwei Städte haben wir eingenommen in diesem Part. Plus, sie führen gerade Krieg gegen Venedig, wo sie angefangen haben, wohlgemerkt. Wir wehren uns derzeit nur. Aber unsere Einnahmen, ja, die werden langsam besser. Kommt langsam mehr rein durch Steuern. Auch wenn unser Armeeunterhalt immer noch recht hoch ist. Aber ja, das wird schon hinhauen. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn sie da heißt, Let's Play Medieval Total War. Und ja,
Tschüss.